Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine Folge von meinem Goldtagebuch und da wollen wir einmal reinschauen, was ich so über die letzten 2 Wochen an Gold erwirtschaftet habe. Erstmal sollten wir einmal auf die Tabelle schauen. Und zwar waren wir das letzte Mal bei overall beiden Accounts bei 11 Millionen Gold. Hatten ja in letzter Zeit immer wieder einiges ausgegeben und ja, auch die letzten 2 Wochen hat es ordentlich reingehauen. Wie ihr seht, wir haben einmal 1 Million etwa ausgegeben. Das war für einiges an Transmog-Zeug. Das müsste auch in der letzten Folge von meinem Waste of Money Video mit dabei gewesen sein. Da haben wir uns ja unter anderem ein Hemd aus dem Black Market für eine Dreiviertelmillion geholt und sowas. Könnt ihr da gerne nochmal reingucken. Dann hatten wir etwa 200k für Kleinkrims Transmog ausgegeben. Und ja, Kleinkrims bis zu 140 bis zu 150 Gold, aber ich habe mir hunderte von tausende von Items gekauft. Also da sind die 200k. Pi mal Daumen, genau kann ich es euch nicht sagen, aber sowas. Und dann hatten wir jetzt noch die Items gekauft, beziehungsweise die Mats für die Items aus WoD, die Berufsitems, die jetzt rausgepatcht werden. Und da hatte ich ja auch schon ein Video gemacht, waren um den Dreh 400k Gold. Heißt, wenn wir das abziehen, was jetzt rausgegangen ist, also 1,6 Millionen, wenn ich jetzt mal zusammenzähle, dann sind wir noch bei 9,6 und das ist die Basis, worauf wir jetzt schauen, wo wir Gold oder wie viel wir verdient haben, einfach um so ein bisschen diese Ausgaben rauszurechnen, dass wir clean sehen, okay, wie viel haben wir eingenommen. Ich habe nämlich noch mehr ausgegeben, sogar ein großes Stück mehr an Gold, wo ich wieder investiert habe, heißt wieder Mats gekauft, heißt wieder Expulsum geschaffelt. Und ja, ich habe noch mal einmal letztes Mal Expulsum geschaffelt. Ich werde jetzt kein Expulsum mehr schaffeln und das kann ich euch dann auch noch erzählen, warum wir das jetzt nicht mehr machen werden. Ich habe jetzt halt auf allen Chars mal so geguckt, dass wir zumindest nur so 100, 200 Expulsum haben, habe dann noch mal einmal die kompletten Items hergestellt und jetzt werde ich halt gucken, dass ich versuche, alles Expulsum wegzukriegen, denn wenn der Pre-Patch kommt, und jetzt haben wir ja ein Datum, ne, hier der 13. bzw. bei uns der 14. wird das Datum sein, wo der Pre-Patch live kommt, ist es ja so, dass wir die Items aus allen Berufen von Classic, Burning Crusade, Wattle und so weiter, diese Items herstellen können und sie upgraden können. Und die sind dann auch vom Item-Level auf dem gleichen Stand wie diese 400er Items, die wir über Expulsum herstellen können. Und diese Sachen kann man wesentlich günstiger herstellen als die Expulsum-Items. Heißt, bis dahin solltet ihr auch schauen, das werde ich auch gucken, dass ihr euer ganzes Expulsum-Zeug abverkauft, am besten auch nichts mehr Neues schaffelt. Eigentlich war das sogar gar nicht so clever, dass ich nochmal was geschaffelt habe, weil ich hatte das nicht so ganz im Hinterkopf, dass die Items ja das gleiche Item-Level haben und teilweise noch Exockel drauf, ne? Und wesentlich günstiger zu produzieren, da brauchst du teilweise für ein Item 10 von dem alten Leder, was halt nichts im Haar kostet und dann halt nochmal irgendwie 20 Leder, um das abzugraden und dann kannst du so ein Item für unter 100 Gold herstellen, in der Theorie, ne? Es kann natürlich sein, dass die Lederpreise ewig hochgehen. Gut, das wollte ich zum einen mal sagen. Expulsum loswerden werde ich jetzt auch. Ich habe jetzt nochmal einmal geschaffelt. Ob das so clever war, ist die Sache. Gut, wir gucken jetzt einmal rein, wo wir stehen. Jetzt schieben wir das mal kurz rüber. Ich habe jetzt mit dem Account noch 2,9 Millionen. Das kommt in etwa hin. Und mit dem anderen ein gutes Stück weniger, als ich eigentlich haben müsste. Und zwar mit dem haben wir jetzt noch 6,25, machen wir es da mal genau, Millionen. Und ihr seht schon, hier nach den Abzügen, die Differenz ist tatsächlich ein bisschen größer. Und was danach mit reinspielt, einiges von dem war eigentlich auf dem anderen Account, aber ich kann es jetzt nicht mehr genau zuordnen. Das ganze Expulsum-Geschaffel hat mich natürlich einiges an Gold gekostet und ich habe auch nochmal das letzte Mal Mats eingekauft. Ne? Heißt, nochmal ein paar Erze, ein bisschen Stoff und lauter so ein Zeug, dass ich halt alles nochmal craften konnte. Denn ich hatte bei einigen Chars, die halt Sachen herstellen, fast nichts mehr im Auktionshaus. Ne? Und da wollte ich halt gucken, okay, dass ich wieder auf den Stand komme, um dementsprechend wieder nachzusetzen. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Fangen wir mal mit dem Main an. Und zwar schauen wir mal, was wir da verkauft haben. Wir haben hier schon im Postkasten eigentlich was ganz Ordentliches. Ihr seht, wir haben 116 Sachen verkauft. 273.000 haben wir drin. Und ihr seht, es ist ein bisschen hochgegangen. Ne? Klar, es sind hier viele Sachen für 2k, auch mal was für unter 1k drin. Aber so im Schnitt würde ich sagen, liegen wir jetzt bei 2.000 bis 3.000 wieder. Und das ist so ein Trend nach oben. Ich habe beobachtet auf mehreren Servern, dass tatsächlich
die Preise von diesen Explosum-Items ein bisschen hochgegangen sind, liegt wahrscheinlich daran, dass viele Leute jetzt nicht mehr neu geschaffelt haben, nicht mehr das Zeug wieder ins Auktionshaus hauen und die Konkurrenz einfach so ein bisschen wegfällt. Jetzt ist natürlich ein guter Moment, um diese Sachen zu verkaufen. Das Problem ist, wenn man jetzt zu viel noch bastelt und es dann nicht abverkauft bekommt, bleibt man halt wahrscheinlich drauf hocken, weil ich, wie ich vorhin schon sagte, man einfach die Problematik hat, sobald der Pre-Patch kommt, kann man diese wirklich richtig günstigen Items herstellen, die teilweise besser sind, weil sie halt noch irgendwelche Sockel-Slots drauf haben, als diese 400 Items für wirklich einen Bruchteil von den Kosten. Ihr müsst euch überlegen, ihr könnt dann wahrscheinlich für 100, 200 Gold so ein Item herstellen und damit seid ihr auf jeden Fall wesentlich günstiger als die Explosum-Sachen. Und dann wirst du wahrscheinlich das Zeug nicht mehr verkaufen können. Ja? Dementsprechend ist es jetzt halt so eine Sache. Ich dachte mir, komm, ich tue jetzt noch ein letztes Mal ein bisschen den Expulsum-Zug reiten und hau noch ein bisschen was raus. Jetzt werde ich aber definitiv versuchen, nur noch das Zeug loszuwerden und ja, mal gucken, ob meine Strategie so aufgeht. Ich habe jetzt auch auf jeden Fall keine großen Mengen. Ihr seht, auf dem Main habe ich jetzt noch 74 Expulsum, beziehungsweise nee, ich habe in der Bank noch ein bisschen was, 146. Okay, da muss ich dann noch ein bisschen was an den Mann bringen, aber auf den anderen allermeisten Chars, ich habe keine 100 Expulsum mehr bei den Chars, ne? Gut, was haben wir jetzt hier rausgezogen? 316k, ein bisschen Minus hatte ich, glaube so 10k hatte ich vorhin ausgegeben für ein paar Archäologie-Sachen. Also sind wir wahrscheinlich so bei 326k, irgendwie sowas, was ne, echt ganz guter Gewinn ist, kann ich jetzt nicht motzen. Da sieht man halt auch, dass die Items ein bisschen hochgegangen sind. Dann haben wir den nächsten Char und zwar einmal hier mein Crab Char auf Antonidas. Auch mit dem habe ich 200 Sachen verkauft. What the hell? Was ist denn da alles drin? Ich hoffe, dass da jetzt nicht nur Items drin sind. Was haben wir hier irgendwas? Also ihr seht, ne? 90% von dem ist irgendwie Mist. Oh, wir haben hier einen Umhang verkauft für 38.000. Na, schaut, Transmog-Items, manchmal kriegt man sie weg. Da haben wir auch nochmal irgendein Transmog-Item. Hier haben wir irgendein Muster verkauft für 2k. Magiestoff. Genau, ich habe einen Haufen Magiestoff bekommen. Wo habe ich denn die hergekriegt? Irgendwas habe ich gefahren, wo es Magiestoff gab. Ich weiß gar nicht, weiß schon gar nicht mehr. Ich habe irgendwas umgehauen, wo ich ewig viel Magiestoff hatte. Und dann meinten die Leute, ich wollte schon beim Händler weghauen. Ja, nee, das Zeug wird verkauft. Liegt vielleicht auch daran, dass, wie gesagt, diese Items kommen, diese Classic-Sachen, die man dann upgraden kann. Ne? Wahrscheinlich haben deswegen Leute hier den Magiestoff aufgekauft, die 2000 irgendwas, die ich hatte. Immerhin 3000 Gold beim Händler, hätte ich wesentlich weniger gekriegt. Also war ein guter Tipp von den Leuten, dass sie es gesagt haben: Komm, haus ins Auktionshaus rein. Die vergangenen Jahre habe ich dann eigentlich nur noch diese alten Mats beim Händler rausgehauen, weil große Mengen von Runenstoff, Magiestoff, das ist einfach nicht weggegangen. Das hast du x-mal ins Auktionshaus gekommen, keiner hat es gekauft. Jetzt ist gerade so das goldene Zeitalter für die Leute, die das gestockt haben, weil es gibt halt einfach Leute, die halt so ein bisschen drauf spekulieren, okay, es kommen diese Upgrade-Items, vielleicht kann ich damit Gold machen. Ne? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Magiestoff. Ob in Classic du dafür Magiestoff brauchst. Ich dachte, du brauchst Runenstoff dafür, aber ich mag auch falsch liegen. Da müsste ich auf dem PTR nochmal ein bisschen besser gucken. So, jetzt hat sich das hier aktualisiert. Haben wir noch irgendwas dabei, was ein bisschen mehr wert ist? Ja, 1000 Gold ist jetzt eigentlich auch nicht so von Interesse. Ihr seht, das ist viel Kleinkrimpelzeug. Hier haben wir noch ein Elixier für fast 5000 Gold verkauft, also ein Rezept. Und das summiert sich dann halt. Hier haben wir 16.000 Sohn des Animus. Ah ja, das ist das Pet aus dem Thron des Donners. Da war ich ja auch das ein oder andere Mal für Transmog drin. Und dann kriegt man halt sowas nebenbei. Was haben wir herausgezogen? 136k, ne? Hier mit dem, also für Crap-Items 136k kann man jetzt nicht motzen, ne? Das summiert sich halt. Ich habe halt mit dem jetzt noch so, ich würde jetzt mal schätzen, 500, 600 Items im Auktionshaus, ne? Und, immer mal wieder kriege ich was verkauft, aber das meiste Zeug bleibt halt tatsächlich liegen. Ne? Vor allem es sind halt auch viele so Pets dabei, die jetzt aus den Visions zum Beispiel sind, die halt echt schlecht weggehen. Da habe ich letztens auch noch mit einem Kollegen hier aus dem Stream gesprochen, der hat tatsächlich diese Pets alle aufgekauft bei sich auf dem Server, lagert die ein und will die jetzt dann später im Addon irgendwann verkaufen. Ne? Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe sowas auch schon mir überlegt, ob ich das machen soll. Da gibt es ja aus den Visions, weiß ich nicht, 10 Pets oder so, irgendwie sowas um den Dreh rum auf jeden Fall einige. Und die sind teilweise im Auktionshaus für wirklich 5 Silberbeträge, weil du halt einfach die Schwemme von denen kriegst. Selbiges mit den Inselpets. Und jetzt könnte man natürlich die Theorie vertreten, okay, die Dinger sind jetzt ewig günstig, du könntest dir hunderte aufkaufen und hättest halt nur ein paar Gold ausgegeben. Ne? Also es ist wirklich die Investition darin, wäre echt nicht teuer. Und wenn man die, sagen wir mal, im Jahr verkauft,
dann könnte man eventuell richtig Gold machen, weil es geht keiner mehr Inseln, es geht wahrscheinlich auch keiner mehr großartig Visions und dann geht vielleicht was an Gold, ne? Da bin ich halt auch so ein bisschen überlegen. So, jetzt schauen wir aber erstmal hier bei dem Schneider und VZ-Char rein und ihr seht, für den Schneider und VZ-Char 137k, das ist nicht viel Gold an sich, aber ich habe mit dem Char die letzten Wochen immer nur, weiß ich nicht, 20, 30k gemacht, jetzt haben wir 137k und ihr seht, die Schneider-Items, tatsächlich hier, 4, 5k für ein Schneider-Item, die sind die letzte Zeit, sind die für 500, 600 Gold weggegangen, wo du halt geraten, also wo du eigentlich nicht wirklich in der Gewinnspanne warst, da warst du halt so, ja, du hast sie verkauft, dass sie weggehen, aber wirklich Plus hast du damit jetzt nicht gemacht. Und das ist auch gestiegen, ne? Also du merkst, es sind sehr viele Leute aus dem Markt ausgestiegen, die Preise sind nach oben gegangen, aber es hat halt auch Gründe, warum die Leute raus sind. Also es sollte jetzt nicht das Signal für die Leute sein, hier shuffelt Expulsion wie blöd und haut das Zeug rein, weil ihr werdet es wahrscheinlich jetzt innerhalb von eineinhalb Wochen nicht mehr in den Mann bringen und dann kommen die ganz günstigen Items und ihr bleibt halt drauf hocken. Also schwierig, schwierig die Lage im Moment. Sehr, sehr schwierig, aber jetzt so die letzten Wochen vom Pre-Patch kann man nochmal abcashen. Zumindest mit kleineren Chargen, würde ich sagen. Genau, dann gehen wir jetzt auf meinen Hunter und schauen uns die Inji-Items an. Die sind, glaube ich, auch recht gut weggegangen. Nee, aber um nochmal zurückzukommen auf die Insel und auf die Vision-Items. Solche Sachen würden sich immer anbieten. Das Problem ist, ich habe halt gesehen, was passiert ist in Draenor. Kennt ihr vielleicht den Landhai? Oder ich weiß nicht, ob es der Landhai war. Auf jeden Fall, es gibt einen von diesen High-Pads, den man im Shipyard bekommen hat, also in diesem Hafen. Und den hast du halt nachgeschmissen bekommen. Also wirklich, das war genauso das Phänomen. Für wenige Silber waren die dann einfach nur noch im AHA gedumpt. Und da haben auch sehr viele Leute damals gesagt, ah, das kaufe ich auf. Und dann, wenn keiner mehr den Shipyard macht, verkaufe ich es für einen Haufen Kohle. Das Problem ist, das war halt so lang in dem Addon gedumpt, dass halt wirklich fast jeder das hatte und jeder Hunderte noch rumliegen hatte. Und der Preis ist, der ist jetzt hochgegangen auf 5 bis 10 Gold. Okay, also wenn man den damals für 2 Silber aufgekauft hat und jetzt für 10 Gold verkauft, natürlich hat man den riesen Gewinn gemacht. Aber wenn man jetzt einfach nur auf den flachen Goldbetrag guckt, ist es halt nicht viel, ne? Und da haben sich wahrscheinlich einige mehr versprochen. Ich habe auch noch einen Twink tatsächlich, der die ganze, letztens entdeckt, ne, beim Durchloggen, entdeckt, der hat noch die ganze Bank voller dieser Pets. Und ich glaube, wahrscheinlich kannst du die erst im Addon nach Shadowlands verkaufen für einen Preis, wo ich sage jetzt mal vielleicht 100, 500.000 Gold, ne? Wo wir dann in den Bereich kommen, wo ich sage, okay, das lohnt sich jetzt vielleicht mal zumindest ein bisschen, die zu verkaufen. Wenn die jetzt für 5 bis 10 Gold verkaufst, da lohnt sich das Einstellen tatsächlich nicht mal, meiner Meinung nach. Gut, dann schauen wir mal, was der hier so drin hat. Naja, 53k, jetzt habe ich schon mal hochgestapelt. Was haben wir denn hier noch? Ah, ich habe die Handgelenke verkauft, die ich eigentlich zum Shuffeln benutze. Zu gut. Die hat auch wer gekauft. Naja, nicht schlecht. Das ist jetzt okay, 53k. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Und ihr seht, die Chars haben alle nur ein bisschen Expulsum. Der hat jetzt noch 29. Wenn dann irgendwo was knapp wird, kann ich noch ein paar Sachen herstellen. Aber ich versuche wirklich, das Zeug loszuwerden, ne? Und auch die Mats, sobald ich jetzt alle Items hergestellt habe, werde ich, glaube ich, die Mats auch verkaufen. Weil die werden wahrscheinlich nicht unbedingt mehr wert werden, als sie jetzt wert sind. Schätze ich zumindest mal. Gut, man könnte natürlich sich von jeder Mat-Art ein paar aufheben und immer dann, wenn Sachen knapp werden, ne, es gibt immer mal Leute, die sagen, okay, sie farmen jetzt hier Transmog, da Transmog, und das dann quasi dann ins Auktionshaus hauen. Aber die großen Massen kriegst du eigentlich nicht mehr los, wenn das Addon nicht mehr aktuell ist, ne? Gut, wir können eigentlich gleich schon mal die Werte eintragen. Und zwar vom Main, was haben wir denn da jetzt? Und zwar sind wir jetzt hier bei 3224.000. Das sind zumindest etwa die 300k, die wir da plus gemacht haben. Geboostet habe ich übrigens. Ich bin gerade überlegen. Nee, ich glaube, ich habe. Doch, ich müsste vielleicht eine Vision geboostet haben. Ja, stimmt, eine Vision habe ich geboostet für 100k. Das war es aber tatsächlich. Sonst habe ich nichts gemacht. Eigentlich wollte ich noch ein paar. Mich hatte einer angefragt wegen PvP-Inseln. Bloß irgendwie hat das jetzt zeitlich bis jetzt noch nicht geklappt. Der wollte einige PvP-Inseln geboostet haben. Das mache ich ja unter anderem auch. Aber irgendwie haben wir da noch nicht zusammengefunden. Vielleicht klappt es nächste Woche. So, dann gucken wir mal hier. Da haben wir meinen Inschriften und Alchichar, aber ich mache nur Inschriftenkunde. Und ihr seht, wir haben 45k. Viele Inschriftenkunde, Companions habe ich verkauft, aber halt alle für kleine Beträge. Bis vor ein paar Monaten wäre das ein Desaster gewesen, weil ich damit kein Gold verdient hätte. Aber die Tinten sind so günstig, dass selbst wenn ich jetzt hier so ein Compendium für 800 Gold verkaufe, dass ich tatsächlich noch Plus mache. Ja? Man hätte es nicht gedacht, vor ein paar Monaten wären 1100 sogar noch Minus gewesen, aber hier seht ihr.
dass ich hier tatsächlich plus mal Herstellkosten 500 Gold knappe und manchmal sind die auch teurer drin, im Moment sind die tatsächlich teurer drin, die Dinger, aber selbst wenn ich sie für 800 Gold verkaufe, mache ich tatsächlich ein bisschen plus. Gut, das war jetzt aber hier nicht der große Sprung tatsächlich, immerhin nochmal 45k. Besser als nichts, ne? Aber wie ihr schon wisst, wenn ihr jetzt in der Serie länger schon dabei seid, das wirkliche Gold mache ich über Schmied und Lederer tatsächlich. So, dann switchen wir mal rüber auf Blackmoor und gehen mal hier auf mein Druid. Nebenbei bin ich natürlich auch immer noch ein bisschen Pets am Verkaufen. Ich habe ja mal vor einer Weile auf Mechagon diese, also ich hatte ja so einen Haufen Parts und die anderen, diese Epic Mats, die man auf Mechagon kriegt, weil ich da ja alles mögliche an Achievements, alles mögliche andere Zeug gemacht habe. Und da habe ich die ganzen Items genommen, umgetauscht in Pets und habe die jetzt versucht, hier auf den verschiedenen Servern zu verkaufen. So nach und nach gingen die jetzt auch weg. Es wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, die Sachen aufzuheben und die jetzt erst im nächsten Addon oder Mitte des nächsten Addons zu verkaufen, weil meistens, wenn viele Leute nicht mehr in den Gebieten unterwegs sind, werden die Sachen halt teurer. Ne? Das ist oft so. Die Pets von der zeitlosen Insel, die ist mittlerweile auch wieder richtig, richtig teuer geworden. Aber ich dachte mir, komm, ich will das Zeug weghaben. Beim Main, die Bank war ziemlich überfüllt auch, ne? Zumal man zwar dieses Materiallager hat, aber mit diesem ganzen Mechagon-Zeug, ne? Das hat einfach genervt. Und ich wollte jetzt nicht wieder auf Twinks irgendwas einlagern, weil dann vergesse ich es wieder über den Laufe von einem Addon. Und dann dachte ich mir, komm, ich hau jetzt einfach mal alles raus, versuche noch alles zu Gold zu machen, was geht. So, was haben wir hier verkauft? Das ist mein Inji und VZ-Char auf Blackmoor, 137k. Die Zahl kommt mir irgendwie bekannt vor. Und hier, warum geben Leute für ein Gewehr 14.000, 14.000 für ein Gewehr? Das kostet halt nicht mehr als das andere Ding, was ich hier für 1.000 verkauft habe. Ich habe einfach das fürs Zehnfache verkauft, ne? Und da kommen die großen Gewinne her. Da haben Leute tatsächlich die Gewehre für über 10k gekauft. Manchmal fasse ich es nicht. Ne? Okay, gut für mich tatsächlich. Über die anderen Sachen, da mache ich nicht viel. Ne? Wenn ich es 1400 verkaufe, dann mache ich ein paar hundert Gold Gewinn. Aber wenn ich es halt für 11.000 verkaufe, dann mache ich halt 10.000 Gold Gewinn. Ne? Das ist halt schon nicht schlecht. Und auch hier, der hat halt noch relativ viel Expulsum. Das ist, glaube ich, der Char, der am meisten Expulsum von allen hat. Das war nämlich damals mein Horden-Main-Char. Und mit dem habe ich halt viel geschaffelt. Und Inji und VZ, da geht jetzt nicht so viel Umsatz. Also da gehen nicht so viele Items weg tatsächlich. Da müsste ich mal gucken. Gut, die Knarren habe ich jetzt einige verkauft. Und vielleicht muss ich demnächst mal wieder ein bisschen was nachherstellen. Aber ich denke mal, das wird der Char sein, wo ich auf dem Expulsum hocken bleiben werde. Ich bin überlegen, ob ich es dann so mache. Ich versuche jetzt mit allen Chars das Expulsum wegzukriegen. Wenn der Pre-Patch live geht, dann werde ich keine Expulsum-Items mehr herstellen, beziehungsweise nur die anderen versuchen irgendwie abzuverkaufen. Behalte dann das Expulsum und vielleicht so nach einem halben, dreiviertel Jahr stelle ich da noch ein paar Sachen her, weil die Sachen sind dann vielleicht interessant für Leute, die noch Transmog farmen, ne? Die jetzt sagen, okay, ich habe in BFA nicht großartig gespielt, ich hab vielleicht BFA geskippt, warum auch immer, fangen mit Shadowlands wieder an und dann fällt ihnen auf, hier Transmog könnt ihr das ein oder andere noch holen und kaufen dann so ein Teil raus. Aber da wirst du natürlich nicht die großen Mengen verkaufen. Das wirst du halt immer und immer wieder reinstellen müssen und vielleicht kann ich dann so rüber noch irgendwas machen. Oder vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich überlegt, oh, mit Stufe 50 brauche ich unbedingt ein Item, aber das um zu leveln. Aber ich denke, das sind die wenigsten, oder? Also ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch sich großartig Gear beim Leveln kauft. Ich bin persönlich da kein Fan von und mach's tatsächlich nicht, aber es gibt bestimmt immer Leute. Lol, schau mal, was ich hier verkauft habe. Für 257 Gold habe ich hier die ganzen. Das sind alles Greens. Greens oder blaue Handgelenke. Die Leute sind so dumm, warum kaufen die das? Die könnten sich einen Schneider machen. Mit Skill 1 kannst du die Handgelenke herstellen. Für einen Bruchteil. Ohne. Sch Also manche Sachen überraschen mich, wie dumm die Leute teilweise sind. Soll ich mal zeigen. Das sind diese Handgelenke, die ich zum Schaffeln herstelle, ne? Was kostet im Moment ein Stoff? 2 Gold, ne? 10 Stoff, 20 Gold. Den Faden kannst du beim Händler kaufen, kostet ein paar Silber. Also 20 Gold Herstellkosten. Du brauchst einen Skill. Du kannst, wenn du einen 110er Char hast, oder muss es 120 sein? Ich glaube, 110 reicht sogar. Kannst du zum Schneiderlehrer hier nach Dazar'alor gehen und lernst sofort am Anfang dieses Rezept, Skill 1, und kannst diese Handgelenke herstellen für 20 Gold. Und der Kollege hier hat halt die Kacke gekauft für 200 Gold pro Stück. Anscheinend mehrere. Die habe ich halt versehentlich reingestellt. Also, es war nicht, dass ich sage, okay, da will ich Gold machen. Die wollte ich eigentlich zum Shuffeln benutzen, hatten die noch im Inventar und habe die halt mit meinem Ding reingestellt. Da habe ich jetzt quasi mit jedem Ding das Zehnfache an Gewinn gemacht zum Herstellkosten.
Weißt du, manchmal rechnest du gar nicht, wie blöd die Leute sind. Da wollte wahrscheinlich auch einer shuffeln und hat die Handgelenke halt aus dem Haar gekauft. Ich hätte. Manchmal muss ich einfach allen möglichen Crap reinstellen. Es gibt immer einen Dummen, der da sowas kauft. Unglaublich. 100k hier mit Stoff und also Schneider und Inschriftenkundler gemacht. Und sowas ist halt schon immer echt wieder lustig zu sehen, ne? Dass das Zeug, dass Leute sowas rauskaufen. Oh boy. Okay. Aber das ist es halt. Du machst halt im Auktionshaus tatsächlich damit Gold, dass andere Leute, wenn dann A, faul sind oder dass sie halt unwissend schrägstrich dumm sind. Ne? Das ist tatsächlich so. Also das mit den Handgelenken macht es nicht. Ne? Wenn ihr schaffeln wollt, dann stellt euch die selber her. Also 20 Gold stellt ihr euch so ein Handgelenken-Ding her. Wenn ihr die für 100, 200 Gold oder fast 300, was der eine da die aus dem Haar rauskauft, ihr macht da keinen Gewinn. Das Expulsum, ihr braucht ewig viele Handgelenke, um ein Exposum zu kriegen. Wenn ihr dann so ein Handgelenk für 250 Gold kauft, dann könnt ihr mal überlegen, wie viel Gold ihr für ein Exposum rausgehauen habt. Und dann gibt es Teile, wo du 5 Exposum brauchst. Dann kostet dich ein Exposum auf einmal 3.000, 4.000 Gold, wenn du das über die Methode machst. Und wenn du dann das Item aber nur für 1.000, 2.000 Gold verkaufen kannst, dann wird es halt schwierig, würde ich jetzt mal behaupten. Ja? Dann wird es halt schwierig. Also das solltet ihr nicht machen, was der eine Kollege hier gemacht hat. Aber der wusste es vielleicht einfach auch nicht, ne? Wie der Hase läuft. So, dann gehen wir auf meinen Hoffnungsträger. Und zwar ist das mein Lederer und Schmiedecharme. Und ich hoffe, da ziehen wir jetzt ein bisschen was raus. Alternativ, was ich auch empfehlen kann, solltet ihr jetzt nicht genug Chars haben. Ihr habt aber jetzt zum Beispiel einen Lederchar. Ihr könnt auch mit einem Lederer auch theoretisch shuffeln, ne? Aber da gibt es dann auch eine Alternative. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob es hier müssten es eigentlich auch die Handgelenke sein. Hier sechs raus Lederkosten und Knochen. Aber die sind meistens ein bisschen. Obwohl, hier Marktwert? 64 Silber, das ist ja günstig. Ah ja, gut, die Knochen. Das hab ich in letzter Zeit auch schon gemerkt. Die Knochen, die eigentlich immer Abfallprodukt waren, sind auf einmal richtig im Preis gestiegen, weil du sie für recht viele Sachen brauchst. Das wundert mich fast, ne? Das Leder kostet nur noch 64 Silber, aber die Knochen 6 Gold, ne? Blöd gelaufen. Du brauchst, glaube ich, für alles. Ja, brauchst für alles Knochen. Schade. Also mit dem kannst du theoretisch auch schaffen, ne? Wäre natürlich immer noch günstiger als die 250 52 Gold hier die Handgelenke direkt zu kaufen. Gut, schauen wir mal. Wie sieht es denn hier aus? 105 Items haben wir verkauft. Da haben wir schon mal 252 drin. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, der Schnitt war auf Ding höher, oder? Auf Antonidas. Ich meine, ja, doch, ein Ticken war er, glaube ich, höher. Was mir gerade einfällt, ich muss heute noch im Black Market ein Item kaufen. Ich bin da immer ein bisschen unterwegs, um Transmog zu holen. Da gibt es ja noch das eine oder andere, was ich brauche. Und heute ist ein Wappenrock drin, den ich mir noch holen will. Das darf ich nicht wieder vergessen. Weil du hast halt immer nur einen relativ kleinen Zeitkorridor, wo es sich dann halt lohnt, drauf zu bieten. Und ich habe mich letzten Male schon ein bisschen geärgert, weil ich zwar den ganzen Tag so dran gedacht habe, aber dann so um 19, 20 Uhr, das ist so der Zeitkorridor, wo man auf dem Black Market aktiv sein sollte. Da habe ich es dann wieder vergessen, weil ich irgendwas anderes gemacht habe. Und das ärgert mich immer. Jetzt sehe ich gerade, okay, wir haben kurz vor 19 Uhr, nach der Aufnahme muss ich mal zum Black Market und mal gucken, wie es mit dem Wappenrock aussieht. Da war nämlich der Frostwappenrock drin auf Ekwin, wo ich ja auch Gold habe. Und da muss ich mal gucken. Das ist nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Also tendenziell will man ja immer das Gold auf einem Server haben, ne? Weil man da vielleicht spielt. Aber eigentlich ist es gar nicht schlecht, so ein bisschen verteilt das Gold zu haben, wenn man halt verschiedene Sachen machen will, wie zum Beispiel Transmog, ne? Dann hat man mehrere Auktionshäuser, wo man abklappern kann, mehrere Black Market Auktionshäuser auch, ist eine recht praktische Sache. Deswegen mittlerweile bin ich da echt ein Fan von, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Das Problem ist nur, du hast halt pro Account nur 50 Chart-Slots, ne? Da ist man halt doch ein bisschen limitiert. Gut, was haben wir verdient? 265.000. Da haben wir aber auf Antonidas mehr Gold gemacht. Komm, wir fliegen oben die Pyramide rein. Da können wir nämlich instant ausloggen, oder? Was hatten wir auf Antonidas? Ich glaube 100, 320k rum. Irgendwie sowas. Pi mal Daumen. Also da waren wir ein bisschen besser aufgestellt. Mal gucken, ob wir mit einem anderen Char auch nochmal die 300k knacken können. Würde mich mal interessieren. So, dann switchen wir mal rüber auf Equin. Ich kann parallel hier mal gucken. Also was ich immer bei Trade Skill Master halt schaue, ne? Wie es aussieht, ob wir Gewinn oder Verlust machen. Das kann man hier relativ gut sehen, wenn man die hier quasi die App richtig eingestellt hat. Achso, warte mal, wir müssen hier einmal einloggen. Das fragen mich ja auch immer mal wieder Leute, wie das genau funktioniert. Also wenn ihr Trade Skill Master die
wirklichen Werte im Spiel haben wollt, braucht ihr erstmal das Add-on-Trade Skill Master und ihr braucht halt diese App, ne? Und müsst halt eure Server einrichten. Ich habe zum Beispiel jetzt hier, hol mir die Daten von Equin, von gut, Amantul spiele ich gar nicht mehr, das kann ich eben rausnehmen. Antonidas, Blackmore, Eridar und Lothar. Also die Werte hole ich mir halt, dann habe ich immer schön, erstmal wenn ich auf ein Item zum Beispiel fahre, hier die Preise dran und ich sehe halt hier auch ausgerechnet, ob ich Verlust oder Gewinn mache, ne, wenn ich was herstelle. Und das ist halt sehr, sehr praktisch, ne? Und im Endeffekt gucke ich dann halt immer, okay, wo mache ich Gewinn, wie viel habe ich, ich habe zum Beispiel keine mehr von den Handgelenken im Auktionshaus, können wir mal 5 Stück zum Beispiel herstellen, ne? Und die haue ich dann wieder ins Auktionshaus rein. Und so mache ich es halt eigentlich nebenbei die ganze Zeit. Ich habe eigentlich nur mit dem Main hier auf dem Main-Account einen Char, wo ich Sachen verkaufe. Und sonst verkaufe ich eigentlich nur auf dem zweiten Account mein Zeug. So, jetzt sind wir mal hier auf Equin mit meinem Schneider-Char. Und auch der hat 74.000 Gold drin. Das können wir mal rausnehmen. Auch hier eine Hose für 10.000. Oh Mann, wer kauft denn jetzt eine 400er Item-Level-Hose für 4.000 Gold? Die Leute, echt, ich sag's euch. Aber gut für mich, gut für mich. Viel Kleinkram ist auch dabei. Ich bin auch noch am gucken, dass ich die Verzaubermatz wegbringe, ne? Weil das Zeug wird keiner mehr kaufen, ne? Also, wenn wir ehrlich sind, wer kauft großartig die Verzaubermatz im nächsten Addon? Wahrscheinlich niemand. Da kannst du vielleicht noch ein paar Zauberstäbe als Transmog herstellen, aber es wird dir komplett der Markt mit den Verzauberungen wegfallen, weil es halt wieder neue gibt und dann sind die Sachen halt nichts wert. Und das sieht man halt auch bei den ganzen alten Geschichten. So. Knappe 75.000 haben wir hier auch nochmal rausgezogen. Dann können wir weiter loggen auf hier mein. Ach, das müsste eigentlich Schmied und Lederer sein, würde ich sagen. Switchen wir mal dahin. Und während ich jetzt hier mit den Ladebalken habe, können wir hier mal gucken. Vielleicht bringen wir die Expulsum noch weg. Da kann ich noch 3 Hosen herstellen. Ich muss sagen, man merkt aber tatsächlich auch, dass relativ viel Zeug im Moment abverkauft wird, ne? Das mag vielleicht zum einen daran liegen, dass, wie gesagt, wenige Leute Markt sind, weil alle versuchen, ihre Expulsum nur noch loszuwerden. Aber ich denke mal, einige fangen jetzt wieder mit irgendeinem Twink an oder denken sich, okay, mit Shadowlands, die und die Klasse sieht gut aus, die und die Klasse will ich dann vielleicht mainen und nicht mehr das, was ich davor gespielt habe, haben halt null Gear und denken sich, okay, ich will jetzt nicht mit einem Char starten, der richtig kacke equipped ist, sondern ich hole dem zumindest mal ein bisschen Grundgear und lauf danach vielleicht nochmal ein paar in Plus-Dungeons oder gehe einen Raid durch, dass ich halt ins Move ins Start ins Add-on habe, ne? Also ich glaube, mit einem Twink würde ich das jetzt nicht machen, aber wenn ich jetzt sage, ich will jetzt irgendeine Klasse mainen in einem Add-on, gut, ich werde nicht switchen, ne? Ich werde beim Druid bleiben, aber wir sehen das ja jetzt vielleicht aus der Sicht von jemandem, der vorhat zu switchen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es Sinn macht, den Char jetzt nochmal ein bisschen zu gehen. Oh, also die Knochen, die sind echt teuer, ne? Also das ist kein Spaß, 3.400 Gold für die paar Knochen ist halt tatsächlich relativ teuer. So, dann schauen wir mal rein. Ah ja, okay. Also auf Equin haben wir auf jeden Fall schon mal nicht den großen Wurf geworfen. 187.000, das ist okay, nehmen wir es mal raus. Aber es sind auch nur ein bisschen über 70 Items, ne? Also das ist jetzt auch nicht tatsächlich so viel. Das jetzt hier eigentlich so ein bisschen... Irgendwas ist da nicht ganz gut. So, das nehmen wir noch raus. Aber ich habe, glaube ich, overall auf Equin mittlerweile relativ viel Gold, ne? Dafür, dass ich nur die Berufssachen mache und wo ich hier angefangen habe, eigentlich, ich hatte fast nichts an Gold, ne? Ich hatte vielleicht 100k oder 200k, habe das Zeug investiert und jetzt sind wir schon bei über 2 Millionen und ich habe mir auch hier einiges schon aus dem Auktionshaus gekauft, ne? Equin ist ein Server, wo relativ gut was an Transport im Auktionshaus immer war. Und ja, deswegen, also da ging auch schon einiges für Transmog raus. Das sind, glaube ich, auch die meisten Transmog-Items, die ich noch brauche hier tatsächlich auf dem Server. Auf Antonidas ist gar nicht so viel drin. Ich schätze aber auch, dass das teilweise damit zusammenhängt, dass Server zusammengelegt wurden und dementsprechend die Pools an Items halt einfach größer werden. Aber hier ist es jetzt auch nicht so berauschend, ne? 3k, 1k, 2k, mal hier 7k. Es ist halt tatsächlich so, dass die Leute auf die Stats achten, ne? Dass sie sich dann halt so ein 400er Item-Level-Item kaufen, weil sie brauchen halt unbedingt Mastery-Tempo und kaufen sich halt lieber, dass das dann dreimal so teuer ist als das Crit-Versa-Item, ne? Wo ich mir denke, also, naja, bei so einem Low-Gear-Item wäre es mir eigentlich auch egal, aber naja, manchen Leuten ist das wichtig tatsächlich. So, dann loggen wir mal weiter. Hier packen wir das Zeug mal aus dem Auktionshaus raus. Kann ich hier nochmal ein bisschen was craften, wenn wir... Oh, schau mal, wir haben schon wieder ein Ding verkauft hier. Einen Bogen haben wir verkauft in der Zeit. Können wir hier nebenbei ein bisschen was craften? Können wir das Expulsum loswerden? Dass wir das noch durch
durchbekommen, bevor das Addon rauskommt. Hier haben wir noch überall 5. Also meine Empfehlung ist, bei jedem Item zumindest 5 im Auktionshaus zu haben. Dann habt ihr auch immer eine ganz gute Variation von Stats. Ihr habt ja gesehen, manche Leute kaufen sich tatsächlich die teuren Items statbedingt. Und dann ja, ist das eine ganz gute Anzahl. Viel mehr würde ich nicht machen. Hat folgenden Grund. Ich bin ja zwischendrin auch immer am Canceln der Items. Und Blizzard hat ja diese Mechanik reingemacht, wenn du viele Items hintereinander cancelst, dann wird dein Auktionshaus ewig langsam und irgendwann geht gar nichts mehr. Und wenn ich jetzt mehr als 5 Items pro Item drin habe und bei Schmied und Leder hast du schon viele Items, dann du kriegst das Zeug nicht mehr gecancelt. Das ist so langsam, da geht halt nichts mehr. Also ich bin auch schon mal hochgegangen auf 10 Items. Kannst du knicken. Also bei anderen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Ingi habe, ne, der nur die zwei, einen Streitkolben und eine Flinte herstellt, da ist es kein Stress, da kann ich von jedem 15 im Auktionshaus haben, weil ich dann insgesamt 30 Items habe. Aber hier stelle ich ja, weiß ich nicht, Schmied und Lederer jeweils 15 verschiedene Items mal 5, also da hast du halt schon viel Material dann drin. Gibt ja dann auch noch hier Waffen und so ein Zeug. So, jetzt müssten wir eingeloggt sein. Schauen wir mal, was wir da so drin haben. Bin jetzt beim. Hä, der hat gar nichts? Okay, ich wollte gerade sagen, der hat gar nichts verkauft. Hat einfach nur ein bisschen geleckt. Mit dem habe ich jetzt Ingi und Inschriftenkunde und da haben wir auch nochmal 115k. Das ist in Ordnung für die Kombi. Auch hier vor allem, ne? 5k haben wir dann für die Waffen verkauft. Nicht schlecht. Aber da seht ihr, ne? Da war eine Zeit lang, wo wir die Waffen für 5k verkauft haben. Hier haben wir sie dann nur noch für 1,5k. Also der Markt, der ist auch sehr wankelmütig tatsächlich. Also der schwankt erheblich. Ja, aber ich denke mal, da haben wir hier Eowyn wieder einiges plus gemacht. Eowyn ist, glaube ich, auch. Nee, auf Eredar ist der Wappenrock. Da müssen wir nachher noch vorbeigucken, wo ich dann einmal vielleicht drauf biete. Vielleicht werden wir wieder ein halbes Vermögen los. Die sind aber leider immer relativ teuer, ne? Also, das wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, wie mit dem Hemd, was ich da eine Dreiviertelmillion gezahlt habe. Das war leider eine bisschen teure Angelegenheit, was ich jetzt im Nachhinein, muss ich sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bereue es komplett, aber so ein bisschen, vielleicht hätte ich dann doch lieber aussteigen sollen ab einem gewissen Punkt, ne? Das ist halt die Sache. Aber es hat einen Effekt drauf, hier das Hemd, das hier. Da kann man, steht man im Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn man das haben möchte. Tust halt einfach nur ein bisschen flexen, ne? Aber es ist jetzt nichts super duper Tolles, aber naja, es ist wieder ein Transport mehr. Um das geht's mir tatsächlich. Und was macht man sonst mit seinem goldenen WoW, ne? So, werden wir jetzt hier hinten einloggen, bauen wir auch noch die Schmiede-Items. Oh shit, da Erze sind auch knapp, aber die Erze hier, 2 Gold, das Osmonit, ne? Sturmsilbererz kostet halt jetzt schon mehr als Osmoniten. Das war eigentlich das ganze Addon nicht so. Also sonst war eigentlich immer das Osmonit das teure. Teilweise 30 Gold pro Osmonit gezahlt, jetzt kostet es halt noch 2 Gold irgendwas. Halt richtig krass. Okay, ich habe auch gar nichts mehr. Ah, seht ihr? Wir kriegen das komplette Expulsum mal weg. 39 Expulsum haben wir noch. Können wir es vielleicht komplett wegbasteln. Und dann sind wir zumindest mit dem Main mal auf. Darf ich mir eigentlich gar nicht mal so viel Erz kaufen? Vielleicht nur mal so 200, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. 200 von beiden. Und dann müssten wir eigentlich das Expulsum durchhaben. Dann sind wir mit dem Char schon mal raus. Und wie gesagt, ich schaffe mir jetzt auch nichts mehr. Knappe 2 Wochen sind es jetzt noch. Und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen Warlords of Draenor, bisschen. Ja, weiß ich nicht, was das Beste ist. Vielleicht Wattle oder Burning Crusade, sowas in die Richtung. Die sind ja dann alle gleich. Wobei, eigentlich müsste man auf die Sockel gucken, ne? Das wäre wahrscheinlich das Beste. So, jetzt sind wir auf Erida. Das ist mein VZ und Schneider-Chart. Auch hier 178.000. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, mit der Kombi, wie gesagt, habe ich die letzten Wochen immer nur so 25, 30k gemacht. Und jetzt feuert's halt raus, ne? Jetzt haben wir teilweise das Fünffache oder noch mehr, was wir da noch losbekommen. Das freut mich. Versuche jetzt noch alles abzuverkaufen. Eventuell werde ich jetzt die nächsten Tage mal anfangen, die ganzen Sachen, also wenn ich mit den Chars null Expulsum mehr habe, ne, und eh nichts mehr Neues herstellen kann, die ganzen Sachen auf einen Char zu schicken, dann muss ich nicht immer x Chars durchloggen und ein paar Items einstellen, sondern kann halt auf einen loggen pro Server und dann alles weghauen. Weil ihr seht ja die Ladezeiten teilweise, ne, mit den ganzen Addons, die ich drauf habe, sind relativ lang. Und ja, ich habe eine SSD, ne? Also, das liegt nur an diesen riesen Addons, die ich drauf habe, die mir halt die ganzen Daten hier bringen. Es hat halt alles seinen Nach- und Vorteil, ne? Vor allem All the Things zieht halt und Alcoholic und sowas. So, jetzt loggen wir hier mal weiter. Jetzt können wir mit dem mal die restlichen Sachen mal nur ausgeben. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mir noch baue. Ich glaube, ich baue lieber mal die Waffen. Halt, Rüstungen, Waffen.
Holy moly, jetzt muss ich mal ganz kräftig niesen, gerade noch das Mikrofon weggedreht. Okay, hier habe ich schon mal aber nachhergestellt, ne? Da können wir noch vielleicht zwei bauen. Ihr seht schon, die kosten ja 5 Expulse um die Waffen oder hier die eine 3. Da brauche ich mal noch was, weil Waffen gehen tendenziell immer am besten weg, ne? Tendenziell. Was übrigens ganz gut wird, man wird ja dann alle Slots upgraden können, ne? Also ihr werdet dann ja auch quasi Brust-Item, Helm-Items und so weiter auf 400er Item-Level upgraden können. Und die, gut, ob die dann so gut sind, weil das halt keine Azurit-Teile sind, aber für irgendeinen Twink, der da gar kein Item an den Slot hat, wird das halt eine recht feine Sache sein. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich denke mal, mit Pre-Patch gibt es eine Möglichkeit, relativ viel Gold zu machen. Oh, hier haben wir, apropos relativ viel Gold, wir haben 151 Teile gesellt und haben da schon, bei 100 Items haben wir schon 274.000 drin. Das sieht doch gut aus. Das packen wir jetzt mal alles raus. Eventuell können wir hier Antonida schlagen. Wenn die nächsten 50 Items nicht totaler Crap sind, können wir Antonida schlagen. Und hier sieht es auch nicht schlecht aus. Da haben wir mal 9k dabei. 4k, 4k. Hier noch ein paar teurere Sachen, auch mal 5, 3, 8. Ja, gut, das sind aber halt auch ein paar richtig günstige. Ah, ne, das sind irgendwelche Pläne, ne? Da habe ich. Weiß gar nicht, warum ich bei dem irgendwie Pläne habe. Ah, ich denke mal, dass da könnten wir den Antonidas-Zar schlagen. Wir haben jetzt schon 100k rausgenommen. Nicht, warum das so langsam ist, tatsächlich. Mittlerweile ist ja auch das neue TSM raus und ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viele Sachen umgestellt. Eigentlich müsste ich das noch machen, weil man wieder ein paar neue Funktionen hat, aber ich bin irgendwie bis jetzt noch nicht dazu gekommen, mich da richtig reinzufuchsen, was jetzt alles anders ist, was ich jetzt umstellen müsste. Aber das steht auch noch auf dem Zettel. Eventuell, wenn ich das jetzt mal die nächste Zeit hinkriege, mache ich da auch nochmal ein Video drüber. Aber wie gesagt, mit Vorbehalt, ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich vorher machen muss und das ist halt immer so ein bisschen die Geschichte. So, wie viel haben wir jetzt schon eingetütet? 200 irgendwas K. Ja, da werden wir drüber kommen. Da werden wir über die 300 K kommen und werden auch den Druid auf, also meinen Main hier auf Antonida schlagen, schätze ich mal. Was haben wir jetzt? 274 K. Jetzt kommen die letzten 50 Items. Ja, das sind nochmal 100 K. Easy. Ah, schaut mal an. Bester Server. Hier Eredar im Moment. So wie es scheint, hat die Nase vorne. Egwin war natürlich Schmiedelederer nicht so gut aufgestellt. Da waren wir gerade bei 170. Was hatten wir auf Blackmoor 270, ne? Auf Antonidas waren es 320. Und hier werden es was sein? Ein gutes Stück über 300. Jetzt sind wir schon bei 340. Und da kommen jetzt nochmal knappe 40. So 380 werden wir wahrscheinlich stehen. Ja, nochmal ein gutes Stück besser als Antonidas. Aber wahrscheinlich habe ich bei dem jetzt auch kein Expulsum mehr, oder? Ja, seht ihr, da haben wir 0 Expulsum. Also hier mit dem Char sind wir tatsächlich durch. Und da werde ich auch nichts Neues herstellen. Heißt, beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich ein bisschen weniger einnehmen. Einfach weil mir die Items so nach und nach ausgehen werden. Was ja gut ist, ne? Ich will die ja wegkriegen. 380. Okay, dann haben wir jetzt noch einen Char. Halt, warte mal, fliegen wir wieder hoch. Das ist der Nachteil bei der Horde. Das werde ich hier definitiv nicht missen, wenn wir in Shadowlands sind. Dass ich da unten immer nicht ausloggen kann, also nicht instant ausloggen kann. Das ist ein Boralus ein bisschen besser. Da kannst du halt immer instant auch beim Amboss quasi ausloggen. Tazalore ist halt funktionalmäßig ein ziemliches Shitloch. Muss man einfach so sagen. Das hat die Allianz einfach besser bei vielen Sachen. So, jetzt haben wir hier einiges hergestellt. 5 Dinger haben wir noch. Komm, dann bauen wir noch ein paar Rüstungen. 5 Expulsum. Und dann sind wir tatsächlich durch für das Addon. Hier eine Hose kann ich noch herstellen. Dann haben wir noch zwei. Was kann ich da noch bauen? Nix mehr, oder? Zwei Expulsum. Hier, doch. Ein Handgelenk kann ich noch bauen. Dann sind wir durch. Packen wir das noch ins Auktionshaus rein. So, jetzt sind wir mit dem Main auch alles Expulsum raus. Für das Addon. Mehr werde ich nicht schaffen. Außer ich brauche mal noch irgendwas Transmog-technisches. Wenn ich mal anfange, die Worry-Transmogs zu sammeln, ne? Die ganzen Waffen bzw. das Plattengear. Vielleicht brauchen wir dann nochmal was. Aber dann können wir im kleinen Rahmen nochmal was schaffen. Wenn wir das dann noch brauchen würden. Aber ihr seht hier die Preise, ne? So von dem, was ich jetzt hergestellt habe, ist eigentlich alles ganz okay, ne? Nichts mehr bei 1K und drunter, sondern das allermeiste ist hier 3, 2, 5K teilweise sogar. Im Schnitt auf jeden Fall eine gute Sache. So, dann sind wir beim letzten Char angelangt. Und zwar schauen wir, was wir da noch drin haben. Geschmeidige 102.000. Das hier, ist jetzt einmal mein Inschriftenkunde-Char und Inji hat der noch, ne? Also die Kombi, nochmal 100k. Also wir haben jetzt fast bei allen Chars 100k aufwärts rausgezogen, ne? Das habe ich tatsächlich selten. Aber,
Wir haben halt auch sehr, sehr viel ausgegeben, ne? Das muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen. Gut, und auch auf Eredar sind wir bei über 2 Millionen und das sieht doch gut aus. So, jetzt können wir auch nochmal die Gesamtanzahl schauen. 8 Millionen, da haben wir aber einen großen Sprung gemacht. 8.130.000. Holy shit! Haben wir tatsächlich, obwohl ich fast 2 Millionen an Transmog rausgewastet habe und nichts geboostet habe, haben wir eigentlich sogar minimal Plus gemacht, ne? Und wenn wir das natürlich rausrechnen, haben wir 1,6 Millionen Plus gemacht. Und da sind immer noch abgezogen die ganzen Expulsum-Shuffle-Sachen. Ich habe bestimmt 400.000, 500.000 Expulsum geschaffelt, Mats gekauft und so. Also, das ist echt nicht schlecht. Das freut mich. Gut. Seht ihr mal, easy. Das, was ich immer raushau an Millionen in Gold für irgendeinen Transmog-Scheiß, hole ich tatsächlich auch wieder rein durch die Berufe. Nice. Naja, gut. Das war's eigentlich soweit. Sind wir durch. Ich hoffe jetzt mal, wenn dann der Pre-Patch rauskommt, dass wir nochmal richtig absahnen können. Mit den Low-Level-Items, dass wir dann nochmal richtig Gold machen können. Ich freue mich drauf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was auf jeden Fall gut gehen wird, wenn der Pre-Patch live geht. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Goldtagebuch. Euer Tla, bis dann. Ciao.